Bitte, schauen Sie sich jetzt die Kuppel an. Sie können dort das Fresko bewundern, das der Krönung der Jungfrau Maria gewidmet ist. Antonio Domenico Bamberini hat das Fresko zu Beginn des 18. Jahrhunderts erschaffen. Er war ein wichtiger Barockkünstler, der aus Florenz kam. Er arbeitete hauptsächlich in Florenz und vor allem in unserer Gegend, dem Valdarno. Insaminato hat er auch andere wichtige Heiligenbilder gemalt, zum Beispiel in Dom San Domenico und in der Kirche Santissimo Crocifisso. In der Mitte des Freskos sehen wir die Madonna nach ihrem Aufstieg in den Himmel zusammen mit Christus und Gottvater, die sie krönen. Wir sehen auch eine Taube, die das Symbol der heiligen Dreifaltigkeit ist. Um diese Figuren herum gibt es eine große Anzahl von Engeln, darunter Serafine und Cherubine. Interessant ist auch, wie die Figuren in einem wolkenberangenen Himmel schweben. Wir haben so die Illusion eines sogenannten architektonischen Durchbruchs.